Possums. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich möchte euch heute einen DM-Haul zeigen, was ich eingekauft habe, hauptsächlich Beauty. Aber bevor ich damit starte, möchte ich mich bei euch entschuldigen, weil ich sehr unregelmäßig über die letzten 2 Wochen gar nichts hochgeladen habe. Und es tut mir auch sehr leid, weil ich war im Ausland, ich war auf Geschäftsreise, dann war ich ein bisschen krank und von da gesehen hat sich das Ganze verschoben. Und ich danke euch sehr, sehr für eure Geduld und dass ihr immer noch bei mir seid. Und vielen Dank an dieser Stelle. Und wie gesagt, es tut mir echt leid. Ich werde mich hoffentlich bessern, dass ich regelmäßiger ein Video hochlade. Das ist zumindest ja, meine Hoffnung oder so. Jetzt zeige ich euch mal, mit was ich mir gekauft habe. Fangen wir mal vielleicht von hinten an, nämlich und zwar Fixierungssprays. Ich habe einmal eins gekauft von Alverde hier. Und dann von Essence Keep It Perfect Make-up Fixing Spray. In beiden ist ungefähr, wie viel ist da drin? 50 Milliliter und auch 50 Milliliter. Naja, also es ist ja alles irgendwie aus einem Hause. Von da aus gehe ich mal davon aus, dass die relativ gleich performen. Was ich sehr, sehr schön finde an der Größe ist, dass man die einfach wunderbar mit auf Reisen nehmen kann. Man denkt immer von wegen, ich bin permanent auf Reisen. Ich bin ab und zu auf Reisen, aber nicht immer. Aber allein, wenn ich schon zu meiner Mutter mal fahre und das ist schon ein Wochenende und man packt das Zeug ein, dann ist es natürlich sehr viel handlicher, als wenn ich so eine große Flasche habe. Und von Essence habe ich mir gleich 3 gekauft, weil auch noch 3 da waren in dem Display. Und Mami Seelen, die ich sehr gerne schaue, von dem Kanal Mami Seelen, hat eben gesagt, dass sie die auch liebt über alles. Und deswegen habe ich gedacht, naja, wenn die gleich 3 kauft, dann kann ich auch gleich 3 kaufen. Ne? So, wenn wir dann bei Essence bleiben, ein extra Limited Edition Display. Und zwar habe ich hier gekauft Pore Refining Powder Get Picture Ready. Und zwar gibt es, glaube ich, eh nur eine Farbe, 10 Selfish Finish. Dieses Puder, seht ihr hier vielleicht von der Farbe her, ist so fein, extrem fein, das ist wie Butter. Also wunderbar, lässt sich auch super leicht verblenden. Von da gesehen habe ich gedacht, Essence Puder sind sehr gut, nehme ich auf alle Fälle mit. Dann aus der gleichen Kollektion, Get Picture Ready, habe ich einen Pore Refining Mattifying Primer mit Hyaluronsäure und Instant Flawless Finish. Das sind viele Versprechungen. Da gibt es auch eine Farbe 10 Primetime. Ich glaube, da gab es eh auch nur eine Farbe von. Und ja, von da gesehen seht ihr so ein bisschen rosa. Mattiert schön. Kann man natürlich jetzt schlecht so ein bisschen in der Kamera sehen. Werde ich ausprobieren und euch berichten. Dann gab es auch noch von dieser Serie Get Picture Ready ein Konturenset. Und das hat, glaube ich, auch nur 5 Euro gekostet. Und wie man sieht, ist es eine sehr schöne aschige Farbe, ein Bronzer und ein Highlighter. Und erinnert mich sehr an meine Smashbox-Palette, die ich über alles liebe. Die kostet aber über zwischen 30 und 40 Euro, die sie hat 5 Euro gekostet. Und das ist natürlich so ein Riesenunterschied. Und ich bin mal gespannt, wie die und so ist. Und dann habe ich noch gekauft aus der Reihe hier False Lashes Mascara Dramatic Volume Unlimited. Das ist natürlich ein Riesenversprechen. Da steht drauf, Mascara für vollere und längere Wimpern für einen dramatischen falschen Wimpern-Effekt. Ja, schauen wir mal. Die Mascara von Essence sind meistens auch nicht von schlechten Eltern. Ich habe gefühlte 20 Mascara irgendwie hier liegen. Und trotzdem habe ich mir die noch mitgenommen, weil ich einfach neugierig war, ob es tatsächlich halt irgendwie gutes Volumen gibt. So, was habe ich dann noch aus der Reihe? Das war es, glaube ich, erstmal. Das Schöne, was ich ganz witzig fand, also wenn man aus dieser Get Picture Ready Reihe, ich habe ja hier diese 2 Produkte, und diese 2 Produkte. Und wenn man 2 Produkte aus der Reihe bekommt, ich bin ja auch nur ein Mensch und schlage dann immer zu. Und zwar gibt es dann, ganz süß dabei, Girls Wanna Have Fun. Und zwar gibt es da so kleine Linsen, die ich mir auf das Smartphone draufstecken kann. Das ist hier ein Fisheye und das hier ist ein Wide Angle. Die kosten normalerweise 4,95 €, werden erstmal durch die Kasse gezogen. Und wenn man sich 2 Produkte kauft, wird es wieder abgezogen. Also wenn ihr da Interesse habt, das ist eben das Aktuelle, was beim DM ist. Und deswegen fand ich es ganz interessant und ich schaue mal, ob ich ein paar Fotos mache und euch dann hochlade. Dann habe ich von Trend It Up einige Sachen gekauft. Ich bin ja ein großer Fan von Trend It Up. Ich liebe die Marke einfach. Und zwar habe ich hier, konnte ich auch nicht widerstehen, mir verschiedene Mascara gekauft. Wieso habe ich jetzt die 3? Die wollte ich ja alle gar nicht. Oh, verdammt.
Hä? Das ist ja... Ach doch, der Alzheimer. So. So, das ist hier eine Mascara, die ist in Violett. Und Violett ist super, wenn man braune Augen hat, weil es da einen ganz anderen Ausdruck gibt. Also da bin ich echt gespannt drauf. Die haben verschiedene Farben. Und ich habe das, glaube ich, mal gesehen, da gab es einen Riesenartikel, dass Madonna hat Purple oder violette Mascara und man kriegt die so schlecht tatsächlich, ne? Und deswegen habe ich mich echt gefreut, weil habe ich mir die gleich mitgenommen. Ich werde es unbedingt ausprobieren, weil braun und lila sieht Bombe aus. So, dann als zweites, allein das Packaging finde ich noch total süß, ne? Ich liebe Pink. Das ist Kohl Mascara High Impact Effekt. Extra schwarz, verlängernd und verdichtende Mascara mit spezieller High Definition Bürste verleiht bei mehrfacher Anwendung den Wimpern ein aufbauendes, besonders intensives Volumen. Also die verspricht, dass man das mehrfach verwenden kann, dass man das aufbauen kann. Da bin ich sehr gespannt drauf, weil normalerweise, wenn das mal getrocknet ist und man macht eine zweite Schicht drauf, sieht es aus wie Hund. Ja, gefällt mir überhaupt nicht. Also da bin ich mal echt gespannt. Und dann habe ich noch eine mitgenommen, iDorable Mascara Volume Ultra Black. Auch eine Mascara, tiefschwarz, langhaftendes Volumen Mascara mit Vitaminkomplex. Für ultimative Verdichtung, extremes Volumen an besonders intensiven schwarzen Augen aufschafft. Kein Verkleben. Das sind auch große Versprechungen. Und ich habe hier relativ lange Wimpern, aber eben keine Dichte. Und deswegen bin ich sehr an Volumen interessiert. Ich habe einen natürlichen Curl, das ist auch wunderbar. Also wie gesagt, ich brauche Volumen und deswegen durftet ihr auch mit und ich werde euch berichten. Ich werde mal ein extra Video machen, nur zur Mascara. Hab ich mir so, dann habe ich noch von Trend It Up gekauft, hier Expert Eye Base. Das ist eine, ja, konnte nicht widerstehen. Das ist hier so ein ganz normales, so ein Pötchen. Und für die Augen als Unterlage habe ich auch schon mehrfach, werde ich erstmal zur Seite stellen und mir dann anschauen. Und dann hatte ich noch von P2, von Trend It Up hier, das fand ich auch sehr interessant, oder von der Farbe hier, das Nude Pen Matte. Das ist ein Lippenstift. Wunderschöne Nude-Farbe. Auch der Stift ist sehr, sehr schön. Also das heißt, man kann den so mitnehmen. Den kann man als Umrandung oder auch zum Ausfüllen verwenden. Zart schmelzender, hochpigmentierter Lippenstift verleiht ein semi-mattes Nude-Finish mit pflegendem Jojobaöl in der Farbe 030. Ich finde es immer wichtig, dass die matten Farben nicht total auftrocknen. Wie hier zum Beispiel dieser Nyx Lingerie, den ich auf den Lippen trage. Der ist, sagen wir mal, für ein, zwei Stunden ist der gut. Dann wird es extrem trocken und dann wird es auch nicht mehr schön auf den Lippen. Also den ganzen Tag könnte ich den nicht drauf haben. Also dann geht er dann, wenn man dann zum Beispiel einen Kaffee trinkt oder halt mit Milch oder irgendwas, was fettlöslich ist, geht er natürlich auch ab. Aber der ist schon extrem trocken und trocknet die Lippen aus. Und da habe ich ja die Hoffnung, dass es ein bisschen cremiger ist, ein bisschen pflegender. Und dann habe ich noch gekauft Color and Butter Lipstick Pen. Die erinnern mich sehr an diese, wie heißen die von Margaret Astor? Diese Lip Pencils. Riecht nach gar nichts, aber ist extrem geschmeidig, extrem buttrig, wunderbar vom Auftrag her. Und ich liebe solche Nude-Farben, einfach weil ich die wunderbar mitnehmen kann. Ich habe immer so ein Ding in meiner Handtasche und ich mache das auch in der Firma regelmäßig. Wenn ich auf die Toilette gehe, habe ich immer meinen Lippenstift dabei und ziehe das nach. Weil es auch einfach pflegend und die finde ich sehr schön von der Pflege. Dann habe ich mir noch dieses Pärchen hier gekauft. Ich stehe gerade so auf dunkle Nagellacke. Das sind so ein der ist von P2, so ein Dark Sherry. Und jetzt habe ich mir mal so ein dunkles Rot gekauft, fand ich ganz toll. Und zwar ist es UV Power Gel und da gibt es noch einen passenden Topcoat. Weil tatsächlich, also ich finde, die gehen schon immer sehr schnell ab, aber dadurch, dass ich eigentlich fast jeden Abend meine Nägel lackiere, ist das nicht so schlimm, finde ich. Aber was mich total annervt, ist, wenn ich meine Nägel abends lackiere und gehe dann, keine Ahnung, 4-5 Stunden später ins Bett und dann habe ich immer solche Abdrücke vom Bett, ne, also irgendwelche Rillen oder Falten da drauf, das macht mich kirre und das finde ich total dämlich. Deswegen habe ich jetzt mal die Hoffnung mit dem UV-Lack, dass die schneller trocknen, schneller hart werden und dass es eben nicht mehr passiert, weil mich das kirre macht. Noch drei. So, und dann habe ich mit dem Stift gegönnt. Witzigerweise hatten die so Sondereditionen bei Trend It Up und das ist hier von P2 und die sahen ganz genauso aus, von den Farben her 1:1. Und dann habe ich gedacht, so, hä? Sehr merkwürdig.
Deswegen habe ich mir hier von dem die Farbe gekauft, weil ich die einfach vom Packaging schöner fand. Ne? Das ist auch so eine Limited Edition. Und die fand ich sehr schön. Und zwar ist das hier auch wieder so eine Nude-Farbe. Wen wundert's? Das ist diese Farbe hier. Und sehr schöner Lippenstift. So, dann gab es noch von DM der andere, der mir sehr gut gefallen hat. So ein richtig krasses, wunderschönes Rot, der hoffentlich auch gut mit dem Nagellack zusammengeht. Ich finde, das Rot ist ein schönes, warmes Rot. Also mir gefallen ja eher warme Farben. Wobei es ja für die Lippen eigentlich besser ist, wenn man kühle Farben hat, dass einfach dass die Zähne heller wirken. Aber naja, gut. Und den anderen, da fehlt noch ein Lippenstift, den muss ich erst noch suchen. So. Moment. Da ist er, der Racker. Hat er sich versteckt in meiner Tasche, ne? Also ich fand die einfach vom Packaging sehr viel hübscher als jetzt den ganz liegender von der normalen Edition. Und wie gesagt, drei Farben wurden jeweils angeboten und zwei waren 1:1 identisch. Und deswegen, nur das Rot war anders und deswegen habe ich mir den roten so gekauft. Und hier den, diesen hier noch und den fand ich auch klasse. Das ist ein ganz dunkle Farbe und das ist so ein richtiges, schwarze Kirsche, Johannisbeere, ganz dunkles Violett. Finde ich schon cool. Also ich habe auch große Lippen, von da gesehen passt das ganz gut. Die heißen Lost Innocence Lipstick, das ist die Farbe Poison Grape, 20 Poison Grape. Diese Nude-Farbe heißt übrigens 010 Gothic Rose, ist die Farbe. Und die hier bei Train It Up, da gibt es ja eine Nummer, das ist 020. Und das Schöne ist ja, dass bei, also die Farbe, die Qualität von diesen Train It Up Lippenstiften ist 1A Bombe, finde ich super. Wie gesagt, hier nochmal alle Farben. Auch mal was Außergewöhnliches dabei. So, dann habe ich mir mitgenommen, hier von P2 und zwar ist das ein Renew Lush Serum Secret Solution, transparentes Wimpernserum mit Auffrischungseffekt in Sekundenschnelle, revitalisiert bereits getuschte Wimpern und bereitet sie optimal auf wiederholtes Tuschen vor. Für ein schnelles Makeover das Serum auf die Wimpern streichen, kurz antrocknen lassen und danach eine neue Schicht Mascara auftragen. Das fand ich sehr interessant, weil es genau dieser Punkt ist, von wegen, wenn du schon mal getuscht hast und dann ist das also bombenhart oder bröckelt. Und dann kann man die zweite Schicht fast nicht mehr auftragen. Deswegen, wie gesagt, war ich auch so interessiert an dieser Mascara, wo es heißt, ich kann die mehrfach auftragen. Und bei den anderen Mascaras, die ich nicht habe, werde ich das mal verwenden und mal schauen, wie das dann aussieht. Also deswegen, einfach nur war ich neugierig, ob das funktioniert. Dann habe ich noch mitgenommen, von P2 gab es auch ein neues, eine neue Base für das Make-up, und zwar Anti-Red-Effekt. Perfect Face Make-up Base, leichte Formel, kaschiert Hautunebenheiten für ein strahlendes Hautbild und neutralisiert Rötungen. Da ich immer so ein bisschen Rötungen habe, also um die Nase, auf den Wangen, fand ich das ganz interessant. Und das letzte, was ich noch gekauft habe, ist auch von Train It Up, gab es jetzt auch eine Make-up Base. Und zwar haben die zwei verschiedene, eins für Glowy und das zweite für Perfection Base. Ich habe Glowy ist immer schwierig, wenn man das gesamt aufträgt, glänzt man zu stark, finde ich. Dann sollte man es wirklich nur an den Stellen auftragen, wo man tatsächlich auch einen Shiny-Effekt haben möchte. Ich möchte es dann lieber selber bestimmen und halt hinterher mit dem Highlighter akzentuieren. Deswegen habe ich diese hier gewählt. Die heißt Zarte Tint Perfektionierende Make-up Base. Kaschiert Hautunebenheiten, verleiht dem Tint ein ebenmäßiges Aussehen. Die Haut wird mattiert und von unerwünschtem Glanz bewahrt. Pflegende Gatuline, registered, Radiance verleiht der Haut ein besonderes Strahlen. Das finde ich jetzt ein bisschen widersprüchlich. Auf der einen Seite soll es matt aussehen und dann ein Strahlen verleihen. Interessant. Eine ideale Make-up-Grundlage, die auch allein verwendbar ist, zum Beispiel für einen perfekten Teint. Hautverträglich, bla bla bla. Also, das schauen wir mal. Also, wie soll das gehen? Einmal mattieren und auf der anderen Seite dann strahlendes Glow. Was sehr schön ist, es hat ein Pumpfläche, also eine Pumptube, finde ich großartig. Und es ist hier sehr so hautfarben. Riecht nach nichts. Könnt ihr da irgendwas sehen? Ein bisschen schwierig, ne? Müssen wir einfach mal ausprobieren.
mattierend und trotzdem einen Schein. Also ich finde, die Hand sieht ein bisschen mattierter aus. Seht ihr das? Ich habe das hier aufgetragen. Naja, gut. Meine Kamera muss mal ein bisschen fokussieren. Der kleine Racker. Hallo? Hallo? Also, das waren die Sachen, die ich gekauft habe. Ich habe in letzter Zeit sehr viel gekauft, ich weiß. Ich probiere das auch alles aus und dann werde ich euch berichten, wie es funktioniert hat. Und vielleicht, am liebsten mache ich das eigentlich in Tutorials, weil dann kann jeder auch sehen, wie das eigentlich dann tatsächlich so ist. Oder ich werde auch so berichten von wegen, ob es was taugt oder nichts taugt. Wie gesagt, mit der Limited Edition, mit diesen kleinen Dingern, da müsst ihr jetzt halt zum DM gehen. Weiß nicht, wie lange da noch der Vorrat da ist. Ja, dann danke ich euch sehr herzlich fürs Zuschauen. Ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende oder Woche. Wenn ihr noch nicht unterschrieben habt oder abonniert habt, dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert, dass ihr kein Video mehr verpasst und ihr automatisch berichtet, benachrichtigt werdet, so heißt das. Und bleibt mir gesund und bis bald. Tschüss.